Ja, servus zusammen. Schönstes Wetter hier und es ist endlich kalt im Norden. Ihr seht das vielleicht im Hintergrund da gerade. Das ist tatsächlich ein bisschen weiß, Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und endlich kann ich mal Pendelfahrten machen, um den Gefrierpunkt eben. Dabei habe ich mir gedacht, dass ich damit anfange, so ein paar Mythen vielleicht noch aufzuklären. Ihr kennt ja vielleicht in letzter Zeit häufiger so Bilder aus dem Internet wie diese hier. Tja, und was ist, wenn ich im Stau stehe mit dem Elektroauto? Ja, eigentlich, das weiß ich, der Elektroautofahrer völlig egal, weil der Akku ist im Grunde genommen so groß und der Stromverbrauch beim Heizen des Elektroautos ist eigentlich recht gering. Ja, gut, da das aber niemand glaubt, wenn das nicht selbst gesehen habt, dachte ich mir, gehe ich diesen Mythos auch auf den Grund und nehme einfach mal auf, wie schnell ein Elektroauto heizt und dann während der Fahrt die Temperatur dann sich verändert. Sprich, der Ioniq hat eine Wärmepumpe und einen PTC-Zuheizer. Der PTC-Zuheizer wird am Anfang laufen, er wird das Auto ordentlich warm machen und sobald das Auto dann eben warm ist, wird er diesen abschalten, um dann nur noch mit der Wärmepumpe die warme Luft ins Auto zu fördern. Wie sich das genau dann aufschlüsselt, in welchen Verbräuchen, genau das möchte ich eigentlich morgen mal machen und nebenbei kann man mal gucken, was verbraucht ein Ioniq A, wenn er vorgewärmt ist und am nächsten Tag mache ich das gleiche nochmal, wenn er nicht vorgewärmt ist. Ich mache es genau andersrum übrigens. Das heißt, und da fangen wir jetzt nämlich an, ich habe hier so ein kleines Spielzeug. Es kommt gerade frisch von drinnen, irgendwie 24 Grad aus meiner Hosentasche. Also, wenn euch kalt ist, kommt in meine Hosentasche, da ist warm. Das Ganze werde ich jetzt ins Auto stellen, über Nacht. Und morgen früh gucken wir uns dann mal an, bei welcher Temperatur wir sind. Ja, und dann gucken wir, wie schnell heizt der Ioniq auf. Und machen dann die Fahrt gleich. Und am Sonntag plane ich das so, dass ich das ganze Fahrzeug dann vorgeheizt habe. Und dann mit vorgeheiztem Auto genau die gleiche Fahrt nochmal mache. Um einfach auch hier den Unterschied zu machen. Den Unterschied zu sehen, was macht es eigentlich aus, wenn man ein Elektroauto vorklimatisiert oder eben nicht. Bei solchen winterlichen Bedingungen hier in Norddeutschland, also ich rechne in der Nacht mit minus 3 Grad und morgen so 10, 11 Uhr mal gucken, so um die 0 Grad, vielleicht 1 Grad. Das werden wir dann sehen. So. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt mal eben so. Der Ioniq begrüßt mich. Und ich nehme dieses kleine Thermometer und stelle es hier oben in den Ioniq. Hier. So. Und dann werden wir morgen früh mal eben gucken, genau mit wie viel Temperatur im Innenraum wir starten, wie schnell das Ganze sich hier aufheizt und wo wir dann am Ende landen. Also, morgen früh ist kalt. Bis dann. Guten Morgen, meine Lieben. Ja. Es ist alles genau so, wie ich es mir erhofft hatte. Die Nacht war sehr kalt. Der Ioniq ist dementsprechend auch eingefroren. Also es läuft alles genau so, wie ich mir es erhofft habe. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal eben an, ne? Wie das Auto so aussieht. Ihr seht, der ist wunderschön eingefroren. So, das ist die Situation, wenn man morgens aufsteht und denkt, Scheiße, piep. Ich habe vergessen, das Auto vorzuheizen. Ja, und dann ist das ganze Auto mal eben ein Eisblock. Jo, also, was machen wir jetzt? Wir steigen jetzt ein und dann gucken wir mal eben, was es heißt, das Auto vorzuheizen und wie lange das dauert. So, ihr könnt euch erinnern, ich habe gestern hier ein Thermometer ins Auto gestellt und da gucken wir mal eben drauf. Könnt ihr es erkennen? Minus 5,4 Grad. Also, das ist genau die Temperatur, die ich erwartet hatte. Man sieht es hier drin. Ich habe oben auch das Schiebedach aufgelassen, sodass wir dementsprechend mal eben auch gucken konnten, dass ja auch richtig Kälte reinkommt. Nämlich das Cover oben über dem Schiebedach, das ist eigentlich schon eine schöne Angelegenheit, um das Ganze zu isolieren. Und hier ist es gerade arschkalt. Ja, was mache ich jetzt? Ich werfe den Ioniq jetzt an und werde einfach so lange warten, bis er sozusagen fahrbereit ist. Und dann gucken wir mal, inwiefern es möglich ist, oder wie lange es dauert, bis er fahrbereit ist und dann, wie die Heizung reagiert. Das heißt, ich werde ihn auf Driver Only fahren. Ich werde die Heizung auf Automatik stellen und wir fahren im Normalmodus dann
mal eben auf die Autobahn rauffahren ein bisschen und ich werde die Kamera oben am Schiebedach anbringen und werde von dort aus einfach auf das Display filmen, wo dann steht, was der Ioniq so verbraucht. Ja, und das wird sich hoffentlich während der Fahrt dann ein bisschen ändern. Wie gesagt, über den Automodus sollte er selber regulieren, wann er den PTC zu heißer ausmacht oder anmacht. Und da bin ich recht gespannt. Und dann gucken wir mal, inwiefern dieser ganze ein Elektroauto im Stau-Mythos sich dann bewahrheitet. Das kann man dann hochrechnen aufgrund der Akkukapazität und des Verbrauchs der Heizung. Inwiefern wir hier jetzt wie lange durchhalten können. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe eben gerade 5,4 gesagt, die Temperatur hier, ich zeige das nochmal eben gleich, ich habe das nur im Spiegelmodus gesehen sozusagen, also gespiegelt. Sieht man das? Sind minus 4,7 Grad, nichtsdestotrotz, es ist schön kühl und ihr seht, dass das Auto echt eingefroren ist. Gut, also, was machen wir? Ich mache den Ioniq jetzt mal eben an. So, ich mache natürlich das Radio aus, sorry. Das ist auch immer so ein Automatismus. So, hier drinnen seht ihr jetzt alles, was hier eingestellt ist. Also, und jetzt lassen wir ihn dann einfach mal heizen und gucken, wie sich das entwickelt. Ich mache jetzt mal eben zum Defrosten Front an. So. Ja, und das Ganze wird jetzt ein Zeitraffer-Video werden, damit ihr seht, wie sich die Scheibe befreit und wie schnell der dann einsatzfähig ist. Und dann melde ich mich dann gleich wieder. Ich habe mich gerade entschieden, dass ich mal, weil das jetzt gerade so schnell geht, einfach die Stoppuhr mitlaufen lasse. So schnell konnte ich jetzt auch gar nicht reagieren, sage ich ganz ehrlich jetzt hier. Also, der ist echt so schnell frei gerade. Die Temperatur ist jetzt hier schon nur noch auf minus 1,2, wie ihr seht. Und die Scheibe... ist tatsächlich, also da brauche ich gar kein Zeitraffer-Video zu machen. Das ist hier gerade live. Ne? Ich habe wirklich nur die Kamera eben beiseite gelegt, ganz kurz. Habe die Stoppuhr gestartet am iPhone und den Ioniq laufen lassen. Und ihr seht, die Scheibe ist schon frei. Zack, jetzt habe ich einmal gewischt, wie ihr seht. Wir sind einsatzbereit. So, jetzt mache ich hinten auf, also ich schalte erstmal eben auf Auto jetzt hier, weil das reicht schon. Ich mache die Heckscheibenheizung natürlich an. Damit ihr mal eben hier seht, schalte ich natürlich hier auf normal. So. Ja, und dann können wir eigentlich schon losfahren. Also ich brauche hier auch nicht großartig zu stoppen oder so. Also ihr seht jetzt gerade 1 Minute 40, lasst es jetzt 2 Minuten 40 sein, 2 Minuten 30. Der Wagen ist frei. Nicht der Rede wert an der Stelle. Was soll ich sagen? Das Auto ist soweit. Ich kann jetzt hier auf die Seite, seht ihr, das Seitenfenster. Ich mach's mal eben runter. So, damit. Die ist frei. Die andere Scheibe auch. Die ist ein bisschen so. Da hinten ist noch was drauf, wie ihr seht. So. Aber generell. Das war, also ich schätze, das sind 2 Minuten 30 jetzt gewesen. Also ich hätte selber nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ihr seht jetzt, regelt er schon runter. Ja. Und dann bereite ich jetzt alles vor und dann geht's gleich los. Ja, ihr seht das. Also 2,73 derzeit noch PTC-Zuheizer. Die Leistungselektronik nimmt 0,75 und ich gondel hier gerade mit 2 kW lang, weil ich eine Tempo-30-Zone fahre. Sind in Summe also jetzt gerade eben, wenn man ohne Fahrmotor den Strom bezieht, 3,5 kW. Steht nach wie vor auf Auto. Ich mache die Heckscheibenheizung noch nicht aus. Das mache ich, wenn ich an der Autobahn bin. So, Limiter machen wir natürlich auf 80. Ja. Und dann
lassen wir ihn einfach jetzt mal fahren. Die andere Kamera, hier sieht man schon, das ist zurückgegangen schon auf 1,7, 1,4, also die Klimaanlage. Das heißt, er selber sagt auch schon, Mensch, das wird schon reichlich warm. Ich habe übrigens keine Sitzheizung an, ich habe auch keine Lenkradheizung an. Einfach um das Ergebnis jetzt nicht zu verfälschen. Ihr seht selber aber, das geht schon alles recht fix zurück und ich bin wirklich ja, gerade erst losgefahren. So, nur zur Info, Heckscheibe ist frei. Ich habe jetzt auf der Autobahn nach der Baustelle mal eben die Heckscheibenheizung und die Außenspiegel, die waren schon länger frei, ausgeschaltet. Ich meine, das hört man jetzt gleich sehen können, ich habe nicht darauf geachtet, aber das hat keinen Einfluss auf die Klimaanlage, natürlich nicht, warum auch. Ist nur einer der Stromverbraucher, die ich jetzt gerade dazu dann zusätzlich abgeschaltet habe. Und die da Gesamtsumme dann dazu führt, dass wir jetzt immer noch 0,36 Elektronik kW verbrauchen und die Heizung immer noch bei 2 kW läuft. So, an der Stelle mal eben ganz kurz Zwischenstand. Also der PTC-Zuheizer scheint immer noch zu laufen. Wir sind immer noch bei einem Gesamtstromverbrauch ohne Motor von ca. 2 kW, was eindeutig dafür spricht, dass er noch läuft. Ich wähle jetzt bewusst auch nicht den PTC-Zuheizer ab. Das könnte ich machen, indem ich die Heat-Taste betätige und ihn ausmache und somit dann nur noch über die Klimaanlage betreibe. Ich möchte aber hier für vergleichbare Bedingungen sorgen. Daher habe ich gesagt, nee, das macht der Ioniq selber. Der wird für sich entscheiden müssen, in diesem Fall sogar, was er für die beste Möglichkeit hält, das Auto warm zu halten oder warm zu machen. Ja, und das ist jetzt so, dass wir die ganze Zeit jetzt bei ca. seht ihr gerade 1,1 kW die Klimaanlage, 0,6 im Elektronik, also 1,5 bis 1,6 kW gerade liegen. Ja, so, wo wir jetzt gerade an der Ampel hier stehen, ist auch schon wieder grün geworden. Ihr seht es selber, also der Verbrauch der Heizung hat sich jetzt noch nicht wirklich reguliert im Sinne von unter 1 kW zu gehen. Das ist jetzt bei 1,04 kW. Ich kenne durchaus auch Werte von 0,6, 0,7. Aber da ist es eben auch nicht so kalt. Und wir hatten in den vergangenen Tagen auch hier immer so um die 7, 8 Grad. Was dann ein leider schon fast typischer Bremer Winter ist. Aber jetzt heute mit den knackigen Außentemperaturen hat sich das dann doch hier eher anders dargestellt und ja, Auto ist zwar schön warm, also ich friere hier keineswegs, aber die Heizung muss dafür auch arbeiten, das merkt man dann doch. Also Heizung selber jetzt 1,2, ihr seht das halt die ganze Zeit, ne? Habe ich ja so eingeblendet und ja. So, also, die Heizung, das seht ihr selber hier an den Zahlen, 1 kW, 1,1, 1,2, je nachdem wie lustig, ihr hört jetzt vielleicht der Lüfter wieder gerade ein bisschen laufen, ich bin ja unten in den Einstellungen, bin ich ja komplett auf, ich muss sogar mal eben hochgucken, ob die überhaupt noch läuft da oben, aber die läuft noch, ja, läuft noch. Ich bin, wie gesagt, auf dem Automodus und ihr könnt mal eben, ich zeig's nur mal kurz, was passiert, wenn ich jetzt den PTC-Zuheizer abschalte. Seht ihr sofort, Klimaanlage 0. Also, ne, das ist nur der PTC-Zuheizer. Jetzt habe ich die Klimaanlage angemacht. Das ist die Klimaanlage, 0,44. Ne? Mache ich wieder aus. 0. Jetzt mache ich den PTC-Zuheizer an. Also die Heat-Taste in diesem Fall. Tut sie nicht viel, würde ich gerade sagen. 0,48, 0,5. Boah. So, gehe ich. Oh, jetzt geht er doch ein bisschen. Nicht wirklich hoch. Jetzt mache ich aber wieder auf den Automatikmodus, wo er selber entscheidet, was er braucht. 0,7 gehen wir sogar. Ja, es geht doch aber ein bisschen hoch, das seht ihr jetzt gerade. Ich gucke mal ein bisschen unten aufs Display, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich euch jetzt gerade nicht angucke. Jetzt habe ich auf Automatik gemacht.
Und das ist der Wert Automatik. Oh. Finde ich gerade ein bisschen erstaunlich. Also, weil wenn ich nur die Heat-Taste betätige, das mache ich nochmal eben. Nur Heat. 0,7. Nur die Heat-Taste. Automatikmodus an, jetzt. Er will mich veräppeln. Gut. Also, Sonnenbrille auf. Es geht wieder zurück. 0,81 hat er jetzt gerade. Ja, eben mal bei über 1 kW. Wir gucken uns das jetzt mal einfach an. Ach, eine rote Ampel nach der anderen. Ja, Klimaanlage seht ihr gerade, die hat sich jetzt ein bisschen reguliert. Springt sie wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, guck mal, jetzt hat sie sich reguliert auf 0,8. Jetzt geht sie gerade wieder hoch auf 1,26. 1,4, 1,43 sogar. Das ist ja. Also, ich. Tja. Wird nicht mehr viel passieren, kann ich euch versprechen. Also das, was sonst so hier im Auto bei 5, 6 Grad oder so passiert, das hat man dann bei winterlichen Bedingungen eben nicht. Ne? Und dann im Automatikmodus, also das treibt mich schon fast dazu zu sagen, da mache ich mal ein Video draus, Heizung Automatik oder Heizung über manuelle Steuerung, sprich PTC, Zuheizer an. Um dann irgendwie nach einer Wohlfühltemperatur zu sagen, jetzt aus und dann lass die Klimaanlage über die Wärmepumpe agieren. Also ich habe zu Hause auch, unser Haus heizt auch mit einer Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe hat den Vorteil, dass sie ja selbst aus der kalten Luft von unter 0 Grad Wärme gewinnen kann. Insofern müsste dann auch ein Ionic in der Lage sein, jetzt einfach nur vom Kopf her, also jetzt ich vom Kopf her, dass er die Temperatur, die der PTC-Zuheizer dann irgendwann mal geschaffen hat, auch zu halten. Alles andere würde mich da halt sonst echt wundern. Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Welcher Heizmodus ist das beste, das sparsamste oder was weiß ich? Also, aber so, da bin ich jetzt echt überrascht. Jetzt ist ja gerade über 1 kW. Ich habe immer gesagt, für die Vergleichsfahrten, Pendelfahrten nehme ich einen Automatikmodus. Macht meiner Meinung nach auch Sinn, um einfach eben diese Fahrten miteinander zu vergleichen. Aber wenn man jetzt auf Effizienz guckt und auf eine vernünftige Effizienz. Also ich bin ein Autofahrer und egal, ob ich jetzt in einem Verbrenner sitze oder im E-Auto, ich möchte es halt kuschelig haben. Das ist für mich überhaupt keine Option, zu sagen, ich will Strom sparen und schalte die Heizung aus. Ich kann mich ja warm anziehen. Nee. Das können andere machen, aber das ist genau auch der Ruf, den teilweise wir Elektroautofahrer haben, wo dann gesagt wird, ja, kannst du denn im Winter ohne Mütze und Schal Auto fahren? Selbstverständlich kann ich das und das habt ihr eben am Anfang gesehen, das geht sogar nach knapp 2 Minuten 30, es ist so warm, da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das funktioniert. So. Aber ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Da ist, glaube ich, ganz schön viel zu holen. Jetzt im ersten Ansatz, mich überrascht das halt selber. Jetzt ist er gerade bei 0,8, das sind ja schon fast humane Werte. Wir sind jetzt aber auch schon 40 Minuten unterwegs. Um dann jetzt wieder anzusteigen auf 0,97. Also. Hey, ich sehe das selber jetzt gerade. Wir sind jetzt 45 Minuten unterwegs. Die Heizung, jetzt geht sie gerade mal wieder ein bisschen hoch auf 0,9, war aber eben auch bei 0,7, jetzt war wieder 0,6. Das heißt, jetzt hat sie wohl so einen Moment, jetzt hat sie eigentlich das erreicht, wo sie selber sagt, okay, ich brauche den PTC-Zuheizer nicht mehr, mir reicht jetzt gerade die Wärmepumpe. Das heißt, wir sind jetzt aktuell bei einem Verbrauch von 1 kW mit der Elektronik des Autos selber, ohne den Fahrbetrieb. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Zahl. Ne? Also das ist erstaunlich. Also dreiviertel Stunde unterwegs und dann ist er dann auf dem Level, wo er sagt, okay, aktuell brauche ich nicht mehr als 1 kW für alles, um das hier warm zu halten und das Auto mit dem Displays und so weiter am Laufen zu haben. Ja, kurz vor Ende der Fahrt seht ihr, sind die Werte bei der Heizung auch mal wieder bei 0,98 kW, also bei ca. 1 kW. Leistungselektronik bei 0,4 kW.
Also es war vielleicht eben auch noch ein kurzzeitiges Zwischenhoch, wo er gesagt hat, hey, ich brauche gar nicht so viel, und dann zu sagen, doch zu kalt, und ja. Fazit machen wir gleich, aber das seht ihr selber. Sobald es winterlicher wird, und das ist ja jetzt hier in Norddeutschland noch gar nichts mit minus 1 Grad, also da haben unsere Freunde im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg und Bayern, natürlich ganz andere Temperaturen, die liegen dann durchaus auch schon mal bei minus 10 Grad. Das ist natürlich was ganz anderes, ne, an der Stelle. Ja, also 0,83, 0,52. Ich glaube, wenn man sagt, man ist so zwischen 1 und 2 kW unterwegs mit der Heizung und Leistungs- bzw. Bord, ich sag mal Leistungselektronik, Bordelektronik, dann liegt man da gar nicht falsch, wenn man den Ioniq meint. Das Ganze ist natürlich hier absolutes, ist ja nicht mal ein Meckern auf hohem Niveau, weil jeder Tesla-Fahrer kennt das, glaube ich, dass das Heizen seiner Batterie im Winter gerade deutlich andere Verbräuche dann erzielt, und da ist der Ioniq dann doch schon sehr sparsam. Jetzt sind wir aktuell wieder bei 0,57 plus 0,36, also sind wir gerade mal unter 1 kW in Summe mit dem, was das Auto außer dem Fahrbetrieb benötigt. Ich finde es sehr interessant zu beobachten. Ja, so. Haben wir gerade nochmal angeguckt. Jetzt aktuell verbraucht er halt 0,9 kW. Und in der Fahrt waren es immer so zwischen, wir hatten, glaube ich, mal in Summe auch 1 kW, aber 1,5 bis 2 kW braucht er bei winterlichen Temperaturen. Was mich überrascht hat, ist das, wo ich ein bisschen rumgespielt habe, also manuell über Heat und AC versucht habe, die Wärme zu regulieren, dass er in diesem Fall tatsächlich scheinbar weniger verbraucht hat. Müsste man tatsächlich mal nachfahren, und das hat mich natürlich wieder auf eine neue Idee gebracht. Das heißt, was ist effizienter, das Auto im Automatikmodus heizen zu lassen oder es manuell zu steuern? Alles unter gleichen Bedingungen. Ich hatte ja anfangs hier mal mein Thermometer hier dabei. Braucht man natürlich während der Fahrt nicht, weil wenn ich mich hier wohlfühle und es warm ist, dann brauche ich nicht aufs Thermometer zu gucken. Also Fazit von der ganzen Geschichte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in einem Automatikmodus fahren, ist das mit dem Licht, ist das besser? Ja, besser? Nee, nicht besser. Ach, egal. Ihr seht mich so auch so. Also, wenn man im Automatikmodus das Auto heizen lässt, und das ist, glaube ich, das machen sehr, sehr viele, weil die sich eben nicht damit auseinandersetzen, was verbraucht jetzt mehr oder was verbraucht weniger Strom, dann verbraucht ein Ioniq bei winterlichen Temperaturen locker 1,5 bis 2 kW. Sollte der Akku jetzt einfach mal, wir nehmen mal eine Zahl an, 20 Kilowattstunden Kapazität noch aufweisen, was dann heißt, dass er so bei circa, dann hat er 8 kW raus, das ist ein Viertel, ne? 75%, lass ich 75% haben. Also 75% Akku, ganz normaler Stand jetzt, dann kann er halt mit 20 kW immer noch, wenn er wirklich viel gerade verbraucht, und jetzt im Stand ist es ja tatsächlich so, wenn er warm ist, verbraucht er jetzt dann 0,8, das habt ihr eben gesehen. Aber selbst im Fahrbetrieb sind das 10 Stunden, die er nur mit der Heizung benötigen würde. Also dieses Thema, ich stehe im Stau, ist dann an dieser Stelle auch hinfällig, weil im Fahrbetrieb verbraucht er seine 1,5 bis 2. Und wenn ich jetzt draußen, ich stehe jetzt ja quasi, also ich stehe so, wie als wenn ich jetzt im Stau stehen würde. Das Auto, ich bin jetzt die ganze Zeit gefahren, habe meine 56 Kilometer gerade gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von jetzt inzwischen nur 58, natürlich, weil wir stehen. Wenn man dann selbst auch bei 70 liegen oder so weiter, ist ja egal jetzt an der Stelle, dann sobald es zum Stau kommt, gehe ich ja runter auf diese 0,8 bis 0,9 kW. Und das sind über 10 Stunden, die ich im Stau stehen kann. 10 Stunden. Und jetzt muss man natürlich mal auch die Frage stellen, die möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht beantworten. Was verbraucht eigentlich ein Verbrenner, der die ganze Zeit den Motor laufen lässt, um den Wagen warm zu halten? Und reicht das überhaupt, wenn er im Standgas läuft, um das Auto warm zu halten? Vermag ich gerade nicht zu beantworten, weiß ich nicht. Ein Verbrenner hat selten eine Standheizung, insofern gehen wir eigentlich mal von diesem Worst Case aus.
reicht das Standgas, um einen Verbrenner im Winter warm zu halten. Wenn man LKWs, Trucker sieht und so weiter, die machen das ja durchaus auch stundenlang, also das sieht man immer wieder. Also da ist aber vielleicht das Ganze auch anders geregelt, weil da wird auch vielleicht mit gerechnet, dass sie längere Zeit irgendwo stehen, wenn sie im B und entladen werden und das vielleicht mitten in der russischen Pampa da oder so. Whatever. Gut, also Fazit zu diesem ganzen Thema jetzt gerade mit dem mit der Heizung ist, in der Fahrt bei winterlichen Temperaturen zwischen, und jetzt sagen wir einfach mal, zwischen 1 und 2 kW, definitiv, ich war höher als 2 kW, war ich nicht. Und im Stand, Stausituation, jetzt aktuell, warmes Fahrzeug, ich bin jetzt ja gerade fahrbereit noch, sind wir bei 0,8 kW. Das werde ich jetzt nochmal eben für euch festhalten. Heißt, jetzt machen wir ein Foto davon. Dann ist das hier auch gleich unsere Einleitung hier. Oh, geil. So ist das, glaube ich, gut. Okay. Ja, und dann freut es mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Seid ein bisschen schlauer, habt wieder vielleicht auch ein paar Argumente gegen irgendwelche blöden Memes, die da bei Facebook und whatever rumgehen, Twitter und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Daumen hoch. Ihr könnt mich auch natürlich gern abonnieren. Das geht an der Stelle hier oben. Würde mich natürlich freuen. Ich freue mich immer grundsätzlich über jedes Abo. Und an dieser Stelle noch ein Riesendank für die letzten Wochen, für die Unterstützung an der Stelle. Wie das in meinem Kanal nach oben geschossen ist, hat mich wirklich gefreut und zeigt mir schon, dass ich da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg unterwegs bin. Kommen viele neue Themen, also freut euch drauf. Ich habe eine lange Liste an Sachen, die ich machen möchte, und das wird garantiert nicht langweilig werden auf diesem Kanal. Insofern haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Ciao.